Willkommen zurück zu einem weiteren PS5 So geht's Video. Den Speicher zu erweitern ist wohl eins der wichtigsten und ersten To-Dos, wenn man sich gerade eine PS5 gekauft hat. Und den Einbau machen wir gleich Schritt für Schritt. Von Werk aus verfügt die PlayStation 5 über eine interne SSD-Platte mit 825 GB Speicher. Für Spiele und Medien sowie das Speichern von Videos und Bildern sind aber nur 667,2 GB nutzbar. Der Rest wird nämlich für das System der PS5 benötigt. Je nach Spiel, nehmen wir mal zum Beispiel Call of Duty, kann nämlich die Dateigröße schon mal gut ein Viertel des internen PS5-Speichers belegen. Das heißt so viel wie zum Beispiel 4 größere Spiele installiert auf der internen Platte der PS5 und die Platte ist schon voll. Den Speicher zu erweitern ist eigentlich ziemlich easy. Dafür holt ihr euch zuallererst eine passende SSD, wie zum Beispiel die Crucial P5. Das ist eine M2 SSD mit PCIe 4.0 NVMe-Schnittstelle. Und dieses Modell hier hat zum Beispiel 1 TB Speicherkapazität. Es gibt aber auch Modelle mit 500 GB und 2 TB. Ich habe jetzt genau diese hier seit einigen Monaten hier in der PS5 im Einsatz und sie läuft bisher einwandfrei. Zusätzlich empfehle ich noch einen Kühlkörper dazu. Uns ist nämlich tatsächlich die SSD ohne Kühlkörper. Das war zwar nicht die hier, sondern eine andere von einer anderen Marke, aber die ist uns tatsächlich ohne Kühlkörper schon mal überhitzt. Verlinkungen zu den beiden SSD und Kühlkörper findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren PS5-Videos zu verpassen. Jetzt bauen wir das Ganze hier mal in die PS5 ein und ich zeige euch das jetzt Schritt für Schritt. Schritt 1. Entfernt zuallererst den Sockel der PS5 und legt diese am besten auf einen weichen Untergrund wie ein Handtuch liegend auf den Tisch. Schritt 2. Entfernt die Seitenplatten, indem ihr auf der einen Seite die Ecke leicht anhebt und auf der anderen Seite mit leichtem Druck und Schieben diese von der Konsole löst. Schritt 3. Entfernt mit einem Schraubendreher die innere kleine Abdeckplatte des SSD-Slots. Schritt 4. Im Inneren des SSD-Schachts findet ihr eine Schraube neben der Zahl 110. Dreht diese jetzt heraus. Diese und der kleine Metallring, der mit der Schraube befestigt war, den benötigt ihr gleich wieder. Schritt 5. Packt jetzt eure Crucial P5 Plus SSD aus der Packung aus und hebt die beigefügte Schraube als Ersatzschraube gut auf, falls ihr die ihr gerade aus der PS5 herausgeschraubt habt, mal verlieren solltet. Schritt 6. Bringt jetzt den Kühlkörper an die Crucial P5 Plus SSD an. Dazu entfernt ihr den Papierstreifen vom Kühlkörper. Klebt dann den Kühlkörper auf der Seite, wo ihr das Crucial-Logo seht, auf. In welche Richtung ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass es mittig ist und die Stifte an den Seiten nicht überklebt werden. Es gibt auch andere Varianten von Kühlkörpern, die man zum Beispiel mit Gummiringen oder Metallklammern anbringt. Schritt 7. Jetzt steckt ihr die SSD samt Kühlkörper mit dieser Seite nach vorne vorsichtig in den SSD-Slot der PS5 und schiebt diese dann mit leichtem Druck nach hinten, bis sie einrastet. Wenn sie sich nicht nach hinten schieben lässt, dann ist sie wahrscheinlich nicht richtig eingefädelt. Versucht dann einfach beim Einfädeln die SSD um 1 bis 2 mm anzuheben und dann nochmal hineinzuschieben. Schritt 8. Dieser Schritt ist extrem wichtig. Jetzt befestigt ihr die SSD am hinteren Ende mit dem Ring und der Schraube, die ihr vorhin aus der PS5 herausgedreht habt. Jetzt ist die SSD nämlich gesichert und kann nicht rausfallen oder herausrutschen, wenn ihr die PS5 mal bewegt. Schritt 9. Legt jetzt die Abdeckung des SSD-Slots wieder drauf und schraubt diese wieder fest. Viele lassen diese Abdeckung zwar weg, allerdings wird von Sony empfohlen, diese wieder drauf zu machen. Das Kühlsystem der PS5 funktioniert nämlich über Unterdruck mit einem speziell ausgeklügelten und auch patentierten System und das Weglassen dieser Abdeckung könnte nämlich diesen Luftstrom verändern. Jetzt könnt ihr auch die Seitenplatten der PS5 wieder dran machen und diese ganz normal anschließen und einschalten. Schritt 10. Als letzten Schritt müsst ihr die SSD noch formatieren. Dazu werdet ihr beim Einschalten der PS5 gleich aufgefordert. Geht dazu auf M.2 SSD formatieren. Nach der Formatierung wird euch die Lesegeschwindigkeit noch angezeigt und diese Geschwindigkeit ist für
alle PS5-Spiele geeignet und vollkommen ausreichend. Damit seid ihr jetzt auch startklar und könnt Spiele vom internen Konsolenspeicher auf die neue eingebaute SSD verschieben. Verlinkungen zu SSD und Kühlkörper findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schritt 11. Um darauf gespeicherte Spiele und Apps zu verwalten, geht ihr in die Einstellungen unter Speicher. Dort seht ihr dann links den Menüpunkt M.2 SSD-Speicher und könnt hier dann Spiele und Apps sehen und verwalten, die eben auf dieser SSD gespeichert sind. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Like und einem Abo und aktiviert auch die Glocke. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald ich neue PS5-Tutorial-Videos hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal.